Hallo und herzlich willkommen zurück bei Skyrim, meine lieben Freunde der immer Tasten. Ich bin's wieder, euer Oak hier. Ja, und wir sind jetzt hier auf diese Insel angekommen, die wir jetzt mal so nebenquestmäßig mal erforschen. Weil eigentlich sollen wir ja für die Winter, für die Magierakademie Bücher zurückholen. Allerdings ist der Weg da ein bisschen weit und wir werden unterwegs das Horn von Jürgen Windruf holen. Und da befinden wir uns eben Gegner. Die Musik setzt auf. Ne, die Musik hat sich nur verändert. Aber in der an sich taucht dann immer ein Gegner auf. Ne, und da sind wir gerade auf dem Weg dahin und haben jetzt das hier entdeckt. Und das schauen wir uns mal an. Da ist die Höhle. Inkwild entdeckt. Hey, seht mal, eine Höhle. Was da wohl drin ist? Okay, wenn Lydia da schon so begeistert von redet, dann sollten wir da echt reingehen. Aber was haben wir denn hier oben noch? Es schaut auch so aus, als könnten wir da was sehr Interessantes entdecken. Was denn jetzt auf einmal passiert? Wo sollte denn jetzt die Musik? Ich bin dafür, dass wir in die Höhle gehen. Ich hab so ein Gefühl, dass da drin was sein könnte, was sehr gut ist, was interessant ist. Was uns helfen könnte für unsere weiteren Abenteuer. Deswegen, Inkwild. Schauen wir einfach mal, was uns da erwartet. Gegebenenfalls können wir immer noch schreiend rausrennen. Kein Text zum Lesen? Ist aber schade. Sehr, sehr schade. Deswegen könnt ihr jetzt mal weitergehen. Wenn ihr uns hier schon keinen Text gibt, den wir lesen können, dann könnt ihr bitte weitergehen. Wäre lieb. Ich würde mich freuen. Es wäre sehr aufmerksam von euch. Mein Herz würde frohlocken. Meine Finger würden auch sich freuen. Die würden die Tasten hämmern wie verrückt. Die würden pulsieren vor Freude. Es wäre eine Wonne. Es wäre geil. Es wäre unglaublich schön, wenn das jetzt endlich weitergehen würde. Ich könnte im Dreieck springen. Ich springe jetzt nicht, na, ich sitze. Das mache ich nach der Folge. Da springe ich im Dreieck. Sieht kalt aus. Ich mache jetzt mal ganz kurz. Ne, ist mich falsch. Die Mission aus. Weil das stört mich dann oben bloß. Schon wieder diese Musikeinlage, ey. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Du hast doch gesagt, lass mal reingucken und sowas. Bin mir auch noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich gut war, aber irgendwas hat mich gerade reingezogen in diese Höhle. Hier, yeah, Zaubertrank der kleinen Heilung. Sollen wir uns jetzt für die ganze Höhle aufheben? Der hat auch schon mal sein Glück hier versucht. Okay, Droge. Undode. Keine Banditen. Oh, jetzt hat er den einen Schritt zur Seite gemacht. Sehr gut. Sehr gut gemacht, Lydia. Geld und Pfeile. Okay, links und rechts ist nichts. Ja, sehr gut. Da ist er gelandet. So. Ich wusste jetzt nicht, wie ich ihn zurückziehe. Jetzt eine andere Waffe auswählen, dazu war ich zu faul.
Aus, habe ich gerade gesagt, ausziehen. Zu ziehen. Jetzt wird's verwinkelt und das gefällt mir gar nicht. Schauen jetzt erstmal hier rein. Ist der böse? Ja. Ja. Na, wir hätten schießen sollen. Mann, ey. Das Problem ist, wenn ich jetzt Feuer einsetze, dann treffen wir hinten auch Lydia. Mag ich ja verstärken. Sehr starke zwei. Sehr, sehr starke zwei. Wie geht's dir? Nee, nee. Menno. Lamm. So. Geisterhafte Überreste. Gab's nicht auch von Geistern irgendwie Alchemiezeug, das man bekommen könnte? Ich bin jetzt hier ein bisschen Knochenmehl. Aber wir können den gut Schaden zufügen. Also so ist es nicht. Aber sobald es so viele werden. Oh, was hat die gelesen? Arondils Tagebuch. Das lesen wir jetzt einfach mal. Gibt auch keine weitere Seite, wie ich sehe. Doch, gibt's. Manchmal reagiert das einfach nicht. Arondils Tagebuch, erster Tag. Offenbar sind die Dummköpfe von Dämmerstern nicht ganz so einfältig, wie ich gedacht hatte. Sie haben meine Experimente entdeckt und ich brauche wohl kaum zu sagen, dass sie nicht sehr erfreut über das waren, was sie gesehen haben. Nun, es macht nichts. Meine Arbeit kann nur in der Abgeschiedenheit des Lebens fern von den Unaufgeklärten gedeihen. Ich habe eine Höhle vor der Nordküste von Himmelsrand gefunden, die für die Fortsetzung meiner Studie mehr als geeignet sein wird. Die Ruinen von Ingwild dürften mir die Materialien liefern, die ich brauche, um mehr über die Wiederbelebung und die Versklavung von Toten zu erfahren. Was das Persönliche angeht, so werde ich die jungen Mädchen von Dämmerstern aber tatsächlich vermissen. Solche Schönheit konnte mich in einen Rausch versetzen. Ich habe mich häufig dabei ertappt, wie ich mir heimlich Begegnungen zwischen mir und einem oder zwei der einheimischen Mädchen ausmalte. Bringe Arondils Tagebuch in deinen Besitz. Okay. Wir haben jetzt eine Quest begonnen. Das sind die restlichen. Also das ist jetzt die Mission, die wir, glaube ich, folgen. Das Gute ist, wir kommen ja dann eh an dieser Stadt vorbei. Da können wir dann so, da werden die dann sagen, wir haben ein Problem. Und dann sagen wir, nö, habt ihr nicht mehr. Das ist jetzt auch nicht so verkehrt. Dann machen wir das jetzt hier einfach mal. Gold. Wir haben mittlerweile schon 3514 Gold. Es wird immer mehr. Ist echt gut. Könnten wir uns vielleicht irgendwann mal woanders ein Häuschen kaufen oder so. Okay, dann geht's jetzt hier weiter. Trotzdem vorsichtig. Wen wir heimlich töten können, das ist. Also, je mehr wir heimlich töten können, desto besser. Sonst ist hier niemand mehr, ne? Gold.
alles nicht. Der sieht aus, als ging es hier lang. Vielleicht ist das dann wieder der Rückweg. Man weiß es nicht. Wir werden es vielleicht herausfinden, vielleicht aber auch nicht. Dann geht's hier weiter. Ja, hat er uns schon mitbekommen. Komm, ich jetzt noch einen Schuss abgeben. Jo. Und den letzten. Sehr, sehr gut. Schon. Jawohl. Ah. Wir haben Level Up, wenn ich es richtig mitbekommen habe, oder? Wo ist denn der Typ jetzt? Wo ist denn der hingerannt? Hinter uns kann niemand auftauchen. Da ganz unten ist eine Truhe. Wo ist denn das Mistvieh jetzt hin? Das bringt jetzt hier nichts. Oh. Da unten ist er. Da unten ist er doch. Bleib da mal kurz. Bleib doch stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Lydia, fall nicht. Lydia lebt noch. Okay, gut. Sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, wie das da ist. Wow, wie kommt der da wieder zurück? Ich weiß nicht, wie das da ist, wenn die Begleiter tief fallen. Ob sie dann auch sterben. Da ist nichts. Gold. Nordpfeile, sehr gut. Warum alles nicht? Und hier war doch noch. Tu, da ist er. So, und wir haben Level Up. Irgendwann mal wieder die Magika. So, können wir hier irgendwie was machen? Da brauchen wir noch Level 60, um das zu verbessern. Das machen wir hier nicht so laut, bitte. Verzauberung, Schmiedkunst, Schwerrüstung, Blocken, zweihändig. Ne, wir haben hier leichte Rüstung, ne? Die Robe wird sicherlich unter leichte Rüstung gehen. Schießkunst, was können wir denn da machen? 10% Chance für einen kritischen Treffer, der zusätzlich Schaden verursacht. Wenn du während des Zielens Blocken drückst, kannst du heranzoomen. Nicht schlecht, das ist nicht so schlecht. Jo. Beschwörung, das auch. Was haben wir hier? Beschworene Waffen durch das doppelte Wirken eines Beschworenen. Das kann man, das kann man alles noch nicht. Dann Wiederherstellung. Haben wir da irgendwie was Neues? Was ist das hier? Durch das doppelte Wirken eines Wiederherstellungszaubers sind die Effekte viel wirkungsvoller. Hm. Machen wir das. Jo. So, okay. Und weiter kann es gehen. Stirn, beziehungsweise an der Schläfe, um genauer zu sein, gejuckt.
Das ist das zweite Buch und kein Gegner ist doch da. Ist da jemand? Nein. Drei Bogenschützen gegeneinander. Sehr geil. Beziehungsweise zwei sind auf einer Seite. Zum Glück ist Lydia auf unserer Seite. So machst du es gut. Wo ist denn jetzt dieser Geist gestorben? Können Geister eigentlich sterben? Das ist jetzt mal so, mal einfach mal so eine Frage in den Raum gestellt. Rolle des Zombie-Erweckens. Können wir verkaufen. Arondiels Tagebuch, 8. Tag. Ich habe mir einen provisorischen Arbeitsplatz in den kalten Höhlen eingerichtet und im Schnee und Eis zahlreiche Begräbniskammern entdeckt. In der ersten Kammer exhumierte ich einige Testobjekte, alle weiblich. Ich war überrascht, dass meine Gedanken wieder zu den Frauen von Dämmerstern wanderten, während ich meinen Fund untersuchte. Zunächst beunruhigten mich meine Gedanken ein wenig, doch dann entschloss ich mich zu einer Neubewertung. 9. Tag. Die ersten Versuche verliefen bestens. Jedes Subjekt wurde in einem Zustand vollkommener Zufriedenheit reanimiert und erfüllte jede meiner Aufgaben und Launen. Ich habe einigen meiner neuen Diener aufgetragen, die Insel zu bewachen, während mir der Rest als persönliches Gefolge dienen und jederzeit in meiner Nähe bleiben wird. Meinen Schlaf bewachen wird. Aber draußen haben wir niemanden gesehen, ne? Ach, so ist es jetzt nicht. Die Insel wurde nur von dem Schneesäbelzahntiger bewacht, in Anführungsstrichen, den wir in Eisblock verwandelt haben. Ich zieh mal jetzt gleich mal die Nummer 1. Obwohl wir sehen, dass die magische Energie bald aufgebraucht ist von Nummer 1. Aber einen Seelenstein müssten wir eigentlich noch dabei haben. Würde ich auch jetzt gleich mal reinhauen. Favoriten. Nummer 1. Ladung. Auch der Hammerzucker noch. Sorgt alles dafür, dass es ordentlich aufgeladen wird. So. Sehr schön. Da ist das dritte Buch. Hinter der Tür ist das letzte Buch. Wird uns wahrscheinlich noch mal etwas Größeres erwarten. Was haben wir hier noch? Zaubertrank der Magiker, das ist gut. Arondiels Tagebuch Teil 3. Arondiels Tagebuch. 21. Tag. Eine interessante Entwicklung. Heute Abend brachten mir meine Wachen einen Eindringling, den sie in der Nähe meiner Höhle gefunden hatten. Zunächst war ich verständlicherweise verärgert. Nicht nur war ich in einem der wenigen Momente gestört worden, die ich mit meiner Lieblingsdienerin allein verbringen konnte, sondern zudem erkannte ich den Eindringling als Milchmädchen aus Dämmerstern. Auch sie erinnert sich an mich und behauptete frech, ich hätte ständig in ihrer Nähe herumgelungert. So ein Lügenweib. Es stimmt, sie war mir gelegentlich aufgefallen, aber den hübschesten Mädchen der Stadt konnte sie nicht im Mindesten das Wasser reichen. Ihre fortgesetzten Anschuldigungen, kombiniert mit meiner Furcht vor weiteren ungeladenen Gästen, brachte mich zu dem Schluss, dass sie niemals nach Dämmerstern zurückkehren durfte. Meine Diener eilten, mein Urteil zu vollstrecken. Ihre Leiche liegt hier neben mir, während ich dies schreibe. Komisch, ihre Augen sind immer noch so voller Leben. Vielleicht versuche ich heute Abend ein neues Experiment mit frischeren Materialien. Was ein kranker Typ, ey, ohne Scheiß. Oder ein Eimer. Geil, ein Eimer. Na, schauen wir mal, was uns dahinter erwartet. Thronsaal. Okay, das wird das Finale sein. Von dieser Höhle. Nehme ich mal Stelle. Boah. Ja, ja, für Ideen. Aber das ist halt nur die Magie, die wirkt halt. Zauber, Magie. Hat vieles Positives, aber die birgt halt auch sehr viele Gefahren. Bitte nicht wieder so lange laden. Bitte, 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 dann gebt uns doch endlich wieder Platz. Okay. Der ist aber ein schöner Thronsaal. Was war denn das jetzt schon wieder?
Ich hasse diesen Musikwechsel immer. Sei ruhig, Musik. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Ja, bei der Musik habe ich auch kein gutes Gefühl. Geil schaut's aus. Da sitzt einer und da steht einer. Was soll denn der Mist? Ich bin dafür, dass wir auf den zielen, der da... Wir töten den jetzt einfach. Ist mir jetzt egal. Wir haben den sogar gleich. Wir haben den gleich. Da fehlt nicht mehr viel. Hier drüben. Stirb! Nein! Du sollst sterben! Und jetzt, kloppe! Stopp und... So, den Hammer. Ging doch, lief doch gut. Nee, auf Reden hatte ich jetzt keine Lust, tut mir leid. Wir haben jetzt hier in dieser Höhle schon einmal den Fehler gemacht. Arondiels Schlüssel. Mordranke. Nehmen wir mit. Das, was er gemacht hat, ist nicht zu verzeihen. Da hätte er mit uns diskutieren wollen, wie er will. Ah, Seelenstein, sehr gut. Ektoplasma, genau darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Für unsere Lesemäuse. War nicht viel. Aber wenigstens ein bisschen was. Ich glaube, die Waffe können wir wegstecken. Großer Seelenstein. Wir müssen definitiv dahin und da ist ein bestimmter Ausgang. Wow! Wer rechnet denn damit? Lydia! Ihr hättet nie. Das ging schnell. Mache ich den für einen Stress? Das ist das letzte Buch. Was haben wir hier noch? Hier ist die Truhe. Gold, Rubin, Amulett. Was brauche ich? Ungewöhnlicher Stein. Zu einem Schätzer bringen, okay. Nee, doch nicht den Wein. So, Arondiels Tagebuch, 28. Tag. Das neue Experiment hat sich als Erfolg erwiesen. Das Milchmädchen, dessen Name mir immer noch nicht eingefallen ist, wurde ebenso wiederbelebt wie die anderen und gehorchte meinen Befehlen mit nur einer interessanten Entwicklung. Sie hat sich körperlos neu gebildet und ist eher ein Spuk als eine wiederbelebte Tote. Als ich ihr leuchtendes Gesicht vor mir sah, streckte ich unwillkürlich die Hand aus, um sie zu berühren. Während meine Finger durch sie hindurchgingen, spürte ich eine Empfindung, wie ich sie noch nie erlebt hatte, als würde ihre Essenz meine Seele beleben und sich mit mir auf einer Ebene verbinden, wie es keine Frau aus Fleisch und Blut je könnte. Diese Entdeckung verändert mein Leben. 35. Tag. Ich habe meine älteren Diener angewiesen, auszugehen, um weitere Individuen zu finden, die sich vielleicht verlaufen haben. Mit der Entdeckung der inneren Zuflucht in den tieferen Bereichen von Ingwild müsste ich reichlich Platz haben, um viel neues Material zu lagern, bis ich es in willige Sklaven verwandeln kann. Ich sehe auf meine Tagträume in Dämmerstern zurück und frage mich, ob diese nicht viel mehr Vorzeichen dessen waren, was kommen sollte. So. Kehre zu Wekel zurück. Geil, wir wissen schon mal seinen Namen. Wir haben ihn noch nie getroffen, aber wir wissen seinen Namen. Das ist schön. Aber wir haben doch... War der Schlüssel jetzt hier dafür oder wofür war der Schlüssel jetzt? Übersehe ich hier gerade noch irgendwas. Du bleibst mal hier schön liegen. Na, wir gehen einfach weiter. Nützt ja nichts. Ich denke mal, wir haben alles untersucht. Da ist ein Hebel. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den betätigen möchte.
Lydia, willst du auch mal durchgucken, oder was? Ah, okay. Wir suchen Nord. Das war sein Schlüssel. Was ist hier jetzt schon wieder los? Wo kommen wir denn da hin? Ja, wo kommen wir denn da jetzt hin, bitteschön? Okay, irgendwie. Zurück in die Höhle. Beenden wir jetzt hier noch komplett in dieser Folge. Wir sind schon bei 26 Minuten mittlerweile angekommen, aber das machen wir jetzt hier noch zu Ende. Würde das Laden nur nicht so lange dauern? Das ist nicht akzeptabel. Hallo. Bitte, 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 sofort. Muss ich erst böse werden? Ey, ich rede hier mit dem Ladebildschirm die ganze Zeit. Das kann doch nicht wahr sein. Nein, ich rede nicht weiter. Oh, ey, das dauert jetzt hier gleich eine Minute. Das finde ich nicht akzeptabel. Haben wir es jetzt? Hallo? Oh. Na, geht doch. Was? Oh, beschwer dich nicht. Die Truhe hätte ruhig schon auf sein können, dafür, dass wir so lange warten mussten. Gold, Seelenstein, Ausdauer. Okay. Hebel aktivieren. Ich bin mal gespannt, ob wir da landen, wo ich es vor uns vermutet habe. Ja. Er sieht. Ja. Aber ich dachte da drüben. Ich dachte hier die Tür wäre es. Also die Wand. War es aber nicht. Schön, schön, schön. Damit haben wir in dieser Folge einfach mal diese Höhle beendet. Das gefällt mir. So muss das laufen. So stelle ich mir das vor. Müssen wir nicht noch... Warte mal. Nee. Müsste jetzt der draußen sein, oder? Ja, das schaut gut aus. Das schaut doch wunderbar aus. Ziel Himmelsrand. Gegenstände können in jedem Behältnis deines eigenen Hauses sicher verwahrt werden. Verstaust du allerdings welche in Behältnissen, die dir nicht gehören, können sie später verschwunden sein. Punkt, Punkt, Punkt. Endlich mal wieder ein Text, den wir lesen durften. Während wir hier warten. Wenn der Großkönig stirbt, halten die Jarl von Himmelsrand eine Volksversammlung ab, um einen neuen Großkönig zu wählen. Und damit sind wir draußen. Ja, da würde ich sagen, erfolgreiche Folge. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, ne, Lydia, oder? Ja, ne? Und dann sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt Skyrim.